Hallo ihr Lieben, wir sind Freddy und die Uli und wir sind wieder mal unterwegs. Hallo ihr Lieben. Moin Moin. Wir haben ein langes Wochenende und das wollen wir mal ausnutzen und wollen mal gen Norden fahren. Also, wenn ihr Lust habt, schaut uns zu. Wir haben bestimmt einiges zu zeigen und ihr seht es wieder mal, wenn Engel reisen, lacht die Sonne und das im November. Also, ist schon eine tolle Geschichte. Also, seht zu, bleibt dran und gut. Ihr seht das, es ist mittlerweile dunkler geworden schon. Uli fährt noch fleißig und die weiß nicht, wohin es geht, weil ich habe da mal was ganz Besonderes rausgesucht. Und zwar gibt es da eine App, die ich bisher auch nicht kannte und die probieren wir einfach mal aus. Also wenn ihr Lust habt, guckt euch das mal an. Ich bin auch sehr gespannt, was da jetzt auf uns zukommt. Ich hoffe, das wird keine Pleite. Hoffst du auch, Schatz, ne? Ja, sehr hoffe ich. Meine Hoffnungen sind ganz bei dir. Also ich sag gleich, es ist nicht Berg vor Neid und es ist auch nicht, was gibt es da für Sachen noch, weiß ich nicht. Ist keine Campingplatz-App oder ähnliches. Na, ihr lasst euch überraschen, ihr werdet es dann sehen. Wann sind wir dann da? In anderthalb Stunden sind wir da und dann mal gucken. Jetzt sind wir schon in der Abendstimmung. So, das ist jetzt ein bisschen dunkel hier alles, aber das hat auch einen Hintergrund, weil dooferweise hat das Navi uns in irgendwie so einen dusseligen Feldweg geführt und wir stecken jetzt total in der Matsche fest. Jetzt haben wir schon einen Hilferuf abgesetzt, mal gucken, ob uns geholfen werden kann. Wir werden sehen und ihr werdet sehen. Bis später. So, wir werden jetzt ganz langsam rausgezogen. Das ist schon echt Abenteuer pur. Nach 500 Metern erreichst du das Ziel. Ja, das hoffen wir, dass wir nach 500 Metern das Ziel erreichen. Schauen wir mal. Ja, ist immer noch alles ein bisschen dunkel hier, aber wer naturnah stehen möchte, hat dann halt irgendwann mal so das Risiko festzustecken. Das war jetzt mal wieder eine Aufregung. Aber der, wo wir stehen, der war ganz nett, hat uns mit dem Trecker rausgezogen.
Ja. Ja, du musst aber auch gucken, hier ist nämlich ein Graben, ne? Oh, ich krieg hier die Krise, ey. Es erinnert mich irgendwie dran. Oh Mann, ey. So mit hohen Bergen und engen Straßen und hast du noch andere? Ja, ja, klar. Ja, also es ist wieder mal Abenteuer pur, wie ihr seht. Ja, aber also, ich muss ganz ehrlich sagen, das brauche ich nicht immer. Unser Ziel soll eigentlich eine Schafweide sein. Ja, eine Schafweide für die Schäfers. Passt. Ich glaube, wir rollen. Das sieht gut aus. Spannung. Oh. Oh, guck mal, hier oh. Jetzt muss aber. Da ist ein Graben, ne? Oh. Oh Leute, ich bin froh, dass ich nicht fahren muss. Aber ich bin ein schlechter Beifahrer. Habe ich das schon mal erwähnt? Ja. Oh. Ja, an dem Navi muss noch gearbeitet werden. Also ganz ehrlich. Ja, wir sind aber mit Google Maps gefahren und ich gehe eigentlich davon aus, dass Google, naja gut, wir sind schon mal drauf reingefallen, ja. Aber in Deutschland müssen die Straßen eigentlich bekannt sein. Und ja. Das ist einmal frei nur ein Feldweg. Und das noch, ja, ich sag mal als Wasserstopp für den Deich. Ja, der Piepen hat nichts zu sagen, das ist, weil Freddy nicht angeschnallt ist, aber das ist jetzt nicht ganz so wichtig. Also ich würde sagen, wir machen jetzt erstmal einen kleinen Break. Ich wollte aber nur gerade noch erzählen, ihr seid jetzt gerade mittendrin in unserem größten Abenteuer. Weil so festgesessen haben wir noch nie. Das ist das erste Mal, dass das passiert ist. Und ich hoffe auch das letzte Mal. Weil das ist echt Dramatik pur. Ich bin froh, dass er jetzt vor uns herfährt. Falls wir nochmal festsitzen sollten, haben wir die Chance, dann doch noch irgendwie wieder rauszukommen. Aber ich bin klatschnass und allein schon deswegen, weil ich eine Jacke angezogen habe und es heute ziemlich mild ist. Aber hat auch andere Gründe, wo die Stirn schon alle nass ist. Aber ja. Ich find's cool, es macht Spaß. Ja, also wie gesagt, wir sind jetzt. Du hast das gleich. Ziel erreicht. Ja. Ja, genau, wir haben jetzt gleich das Ziel erreicht, wie Tante Google sagt. Und wir geben nachher nochmal ein kleines Fazit. Bis später. Juhu, ich liege. Also das war eine ganz ordentliche Nummer, was wir da hatten. Und zwar sind wir von der Hauptstraße, vom Navi, aufgefordert worden, links zu fahren, links abzubiegen. Und das hat die Uli aber erst nicht wahrgenommen, weil das so ein schmaler Weg war. Da sind wir dann einfach weiter geradeaus gefahren und dann machte das Navi, dann zeigte dann an, irgendwie die nächste Möglichkeit ging es dann links rein. Ah, dann sah das schon alles günstiger aus. Und dann kamen wir da an nach 600 Metern und da war das ein Feldweg, wo so ein dicker Korb stand oder sowas, ein Riesending, also gesperrt war. Ja, dann haben wir gedacht, müssen wir doch da wieder hin. Und dann sind wir da hingefahren und ja, ich sag mal so, der Weg wurde schmaler und schmaler und schmaler und schmaler. Und ich sag zu Uli, schön am Gas bleiben, ne? Nicht jetzt und dann, ja, jetzt komm, gib Gas und zack, waren wir in der Mulde. Und da ging nichts mehr weiter. Das Ganze ungefähr so 500, 600 Meter von der Stelle entfernt, wo wir jetzt hier sind. Aber wir haben da jetzt, glaube ich, wie lange sind wir gefahren jetzt? Ich glaube 20 Minuten gebraucht, um mit dem Trecker hier rauszukommen. Und das Derbe an der ganzen Geschichte ist, dass das so, also das ist eigentlich ein Weg, wo links und rechts Wassergräben sind. Also dass wir da nicht abgerutscht sind, das ist wirklich ein Riesenwunder. Also das war schon um Sackhaaresbreit, wie man so schön sagt. Naja, jetzt sind wir auf jeden Fall sicher hier auf einer Wiese gelandet. Wir wissen nicht, wo wir sind und was das hier ist, aber es ist stockfinster. Also ja, wie definiert man Dunkelheit, ne? Dunkel, ne? Dunkel. Also man kann gerade mal so weit sehen, wie die Hand reicht, sagen wir mal. Also stockfinster. Jo. Und nach dem schönen Wetter heute fängt es jetzt plötzlich an zu plättern. Ich weiß nicht, ob das hier einfach so in der Gegend immer so ist, weil der Boden sah ja auch schon nicht umsonst so durchnässt aus.
Aber wir haben auf jeden Fall zur Hälfte mit dem Vorderrad drin gesteckt. Also da wären wir aus eigener Kraft nie wieder rausgekommen. Und wenn der nette Herr uns da nicht geholfen hätte, Leute, ich sag euch. Und das Ganze ist jetzt hier übrigens mit Vanzeit. Das ist eine App, wo man kostenpflichtig zwar dann irgendwo stehen kann, aber da können ganz viele Privatleute können sagen, Leute, ich habe hier noch ein schönes Plätzchen. Da könnt ihr dann für, weiß ich, 15 Euro, 20 Euro stehen. Wir stehen hier für 12 Euro. Gar nicht weit vom Deich weg. Mittlerweile weiß die Uni auch, was bezweckt war, weil es sollte nämlich eigentlich eine Ziegenweide sein. Also wir stehen ja angeblich auf einer Ziegenweide am Deich. Hast du nicht Schaf gesagt? Schafweide, Entschuldigung, das ist für mich das Gleiche. Ich komme aus der Stadt. Also eine Schafweide sollte das sein. Und von Schafen habe ich hier noch nichts gesehen und ich glaube, der Deich ist auch noch ein Stückchen. Aber wir werden es morgen früh erkunden. Die Uli macht es gerade lecker essen. Könnt ihr mal zeigen? Ja. Guck mal. Siehst du dich? Ich sehe mich, ja. Deutet dich auf. Und jetzt gibt es gleich auch noch Wein zur Entspannung, weil das war viel zu aufregend. Weil die nächsten 3 Tage müssen wir nicht mehr fahren und wir werden das Fahrzeug auch wahrscheinlich nur mal kurz wegbewegen. Weil hier sind so, also mindestens ein Ausflugsziel ist in der Nähe, da möchte ich gerne noch hinfahren. Aber es ist ja von hier aus kein Problem. Wir haben für 3 Nächte gebucht und dann geht es dann. Aber dann lassen wir uns den richtigen Weg erklären. Nach Hause. Ja, wir fahren irgendwann mal, wenn wir hier wegfahren, fahren wir dann den richtigen Weg. Also wenn wir hier von dem Platz rausfahren, rechts rum und nicht links. Weil links ist bäh. Alles klar. So, wir wollen jetzt schön futtern und dann gucken wir uns ein schönes Video an auf unserer Leinwand und dann weiter sich im Morgen. Also, gut's nicht. Wir sehen uns morgen. Nee, wie gesagt, das Ganze hier, moin. Einfach moin. Kannst den ganzen Tag moin sagen. Gehst ins Bett, sagst moin. Also, moin. So, ihr Lieben, nach einem ereignisreichen Abend, nachdem wir uns da aus dem Weg der Erkenntnis gezogen lassen haben, oder so ähnlich, wollen wir uns mal die Gegend ein bisschen erkunden hier. Die Nacht war wie immer super, ne? Ja, die war schön. Wie ihr seht, die Sonne ist heute in flüssiger Form, hat uns heute jetzt ein bisschen im Stich gelassen, aber das macht nichts. Wir sind ja schließlich an der Nordsee, da muss das so sein. Und wir sind Camper, wir sind Und wenn ich jetzt mich hier so umgucke, wir sind ja gerade mal 3 Meter vom Haus weg, das Haus sieht man hinter uns noch, so ein Stückchen weiter, nee, dahinter quasi, das gehört noch mit dazu, Bauernhof Café. Dann ist nämlich da schon der Deich. Also ich sag mal so, schlecht ist unser Stellplatz nicht, oder Schatz? Nö, kann man mit umgehen. Und jetzt werden wir auch die Straße, die asphaltiert zur Hauptstraße führt, gehen. Genau. Also einfach mal die andere Richtung, weil die eine Richtung kannten wir schon. Unsere Füße sind schon dreckig. Ja. Also die Schuhe besser gesagt. aber das Auto sah so schlimm gar nicht aus dafür, dass so tief im Schlamm gestanden hat. Ne? Nö. Ist ein sauberer Schlamm. Es war bestimmt... Was? Ach, das war das. Ne, zum Watt gehen wir jetzt. Schauen wir uns das Watt mal an. Gut. Übrigens da direkt nehmen wir auch ein Windrad, was auch ordentlich Watt schafft. Ja. Das hat man nämlich schon gehört, als wir ankamen. Es war so finster, dass wir das Windrad nicht erkennen konnten. Man hat es nur gehört. Das war ganz interessant. Ein bisschen hat man es, glaube ich, noch im Hintergrund. Man sieht es ja auch da, da ist es ja. Da irgendwo, da. Da, genau, da ist das. So, bevor jetzt die Linse ganz nass wird, gehen wir weiter, zeigen euch. Sing, won't you sing with me? Leave everything for me. Stay the night, oh, miss your flight. Walk through the rain with me. Get soaked to the skin, feel free. Shut the world out. Let's hang out. Oh, I used to see in colors. Now it's gray. Till
Irgendwie haben wir ja wieder die Bestätigung, Nordsee ist nass. Wir gehen jetzt hier gerade so an einem Deich lang, neben uns natürlich, wie soll es anders sein, die Deichschafe. Und ich sag mal so, in weiter Ferne eine ganze Menge, das hat man kein Ende. Das ist echt der Wahnsinn. Ja, und da auf der Seite, seht ihr ja hinter mir, die offene Nordsee, wenn sie denn mal hier vorne ankommt. Nur eine Frage der Zeit. Genau, im Moment ist ein bisschen Ebbe. Also nicht ein bisschen schwanger, sondern ein bisschen Ebbe. Ich habe meine Wette verloren. Ich habe gesagt, das ist halt Wasser da, wenn wir ankommen. Aber so, ja. Ja, ist doch da, nur nicht hier. Aber es macht schon Spaß, hier so an dem Deich zu laufen. Ganz praktisch ist, dass ja mein linkes Bein 2 cm kürzer ist als das rechte. Kann ich hier super ausgleichen. Das erste Mal laufe ich gerade. Ja, kann man nicht meckern, ne? Nö, hat das schön ausgesucht. Gut. Bisschen wenig, aber es ist mild. Also es ist jetzt nicht unbedingt kalt. Aber naja, der Regen müsste auch nicht unbedingt sein, weil Sonnenschein kann man hier besser laufen. Aber wir sind nicht so klein, oder? Nein. Gut. Wir sind nicht so klein. Oh, wir gehen weiter. Get soaked to the skin, feel free. Shut the world out. Let's hang out. Oh, I used to see in colors, now it's gray. Till I met you at the concert the other day. So ihr Lieben, wir haben uns jetzt mal den kleinen Spazierweg gemacht, den wir heute Nacht gefahren sind. Oder eigentlich gestern Abend. Aber da war ja schon 9 Uhr, also war ja recht spät schon. Ja, und zu Anfang haben wir gedacht, ist ja gar nicht so schlimm. Und dann haben wir nachher so bei der letzten Stelle oder bei der letzten Kurve haben wir gedacht, wären wir aus unserer Kuhle rausgekommen, dann wären wir spätestens 20 Meter weiter stecken geblieben. Ja, also es ist wirklich, der ganze Weg ist so. Ich zeige euch das mal eben. Moment, gehen wir hier drauf. Da hat ein Vorderrad drin gehangen. Ja, da das andere. Und der Trecker hat uns wirklich mit Mühe hier rausgezogen. Von da sind wir gekommen. Ja. Und da kann man sehen, da ist schon gleich das nächste hin. Was wir natürlich im Dunkeln nicht sehen konnten. Und wenn man mal da hinten rüber guckt, wo das Windrad ist, da rechts von an dem Baumzipfel vorbei, dieses kleine Häuschen, was man da hinten sehen kann, der Baumreihe auf der rechten Seite. Ja, das ist der Hof, wo wir hin mussten. Und ganz ehrlich,
Also haben wir bei der ersten Baumreihe da hinten hat Google gesagt, sie haben ihr Ziel erreicht. Ich habe auch noch nicht mal ein hämisches Lachen gehört. Hast du noch was gehört? Nein. Das meinte Google gar nicht witzig. Nee. Ich meine, der eine und andere wird vielleicht dann sagen, warum fährt man da rein? Aber wir wussten, oder beziehungsweise Freddy wusste, dass das ja ein Bauernhof ist. Und wie wir alle wissen, sind viele Bauernhöfe ja nur über irgendwelche Feldwege zu erreichen. Also haben wir uns da im ersten Moment nichts gedacht. Zumal der Weg ja im ersten Stück, ich sag mal, die ersten 300 Meter recht gut zu fahren war. Also das war eigentlich kein Thema, ne? Ja. Ja, und dann spätestens hier in der Kurve macht es plötzlich. Ich sag zu Uli noch, du musst jetzt Gas geben, da kommt eine Pfütze und du saßen wir drin. Und naja, richtig eingegraben habe ich nicht dann. Ich habe ja gedacht, da ist noch was zu retten. Aber ohne die Hilfe von dem Bauern, von dem Landwirt, ich glaube, der ist Bauer, dem gehört der Hof wahrscheinlich, hätten wir keine Schnitte gehabt. Ich meine, wir hätten übernachten können, aber wie lange? Feuerwehr anrufen, wie will man sagen, wo man ist? Auch schwierig. Ja. Also. Ja, also auf jeden Fall Quintessenz, vertraue nie hundertprozentig Google Maps, vertraue eher dem Bauchgefühl. Beim nächsten Mal sage ich, fahr mal rechts ran, dann werde ich Google Maps mal ganz groß vergrößern, damit ich auch sehe, wo wir uns befinden. Und dann hätte ich spätestens sehen müssen, da das keine richtigen Wege sind. Ja. Ja. Gut. Ja. Also Bauchgefühl. Genau. Ja, also, gut, Uli hatte das Bauchgefühl, ich hatte es nicht, aber... Ich wollte es ja nicht sagen. Ich dachte ja, das ist, verhört jetzt genau zu der Schafweide. Weil Schafweide heißt so, wie verschieden am Feld. Aber gut, das Navi wusste auch nicht alles und wir auch nicht. Aber es ist alles gut gegangen. So ist ein Abenteuer geworden. Ne? Also, ich hätte mir jetzt zwar gewünscht, wir hätten vom René den LKW gehabt. Da wären wir durchkoppelt. Schöne Grüße an dieser Stelle an René, wenn er das sieht. Von der, Homo Adventure. Homo Adventure, genau. Der hätte mit seinem gelben Auto keine Probleme gehabt. Da bin ich fest von überzeugt. Ne, richtig. Der wäre wahrscheinlich auch quer durchgefahren, aber ist egal. Ja, wollten wir euch mal gezeigt haben, das war jetzt mal eben so ein Marsch von 20 Minuten. Das ist nämlich doch eine ganz schöne Strecke dahin. Bin zwar bei der Leistungsgrenze links schon angekommen, aber das wollte ich mir nicht entgehen lassen, mir das nochmal anzugucken im Hellen. Man muss ja wirklich bedenken, es war stockfinster. Wie sagt so schön der Mann im Bergbau, der Berg, wie heißen die nochmal, Berg, wie sagen schon die Bergleute, vor der Hecke ist dunkel. Und genau so war es. Aber auf jeden Fall haben wir festgestellt, das Auto kriegen wir, also wenigstens den unteren Bereich, nicht mehr mit dem Putzfuchs sauber. Da muss doch mal hochgucken. Nee, da wird lieber die von Putzfuchs, ne? Da gehen wir nicht mehr dran. Da gehen wir vorher erstmal mit dem Motorreiniger dran. Ja. Weil so leistungsfähig ist selbst der Putzfuchs nicht. So. Auch wieder ein bisschen Werbung gemacht, aber wir sind halt überzeugt davon. Ja. Also keine Botschafter, nee. Nur überzeugte Anwender. Ja, genug gequatscht. Wir gehen jetzt wieder den Weg zurück. Aber wir wollten euch das natürlich jetzt nicht nehmen, hier mal zu zeigen. Dass es auch uns mal trifft. Genau. Also wir sind schon in schwierigen Situationen gewesen, aber so festgefahren, dass wir Hilfe brauchten, hatten wir noch nicht. Nein. Einmal ist immer das erste Mal. Und ich hoffe, das letzte Mal. Weil wir wollen ja auch nach Skandinavien im Dezember. Aber dann lieber hier als in Skandinavien, wenn wir uns nicht artikulieren können. Ja, da ist es dann schwieriger. Da wissen wir noch nicht mal, wie man die Namen spricht oder die Straßen spricht oder sonst irgendwas oder die Ortschaften. Da können wir nur sagen, Hilfe. Help. Help genau. Me. SOS. Help me. Schick einen Hubschrauber. Gut, help, also. I need somebody help. Genau. Der Tag ist noch nicht zu Ende. Ich glaube, ein bisschen machen wir heute noch und dann sehen wir uns gleich nochmal wieder. Also bis später. Später. Ich kann noch ein paar Bilder machen mit Musik und dann mal so Traummusik oder so. Mal gucken. Turn minutes into
So, guckt euch das an. Da haben wir nicht festgesteckt. Gott sei Dank. Aber es zeigt, es hätte auch schlimmer kommen können. Ja, weil geht immer. Die Kohle hier, also da schafft auch ein LKW nicht durch hier. Könnt ihr das sehen da so? Da bricht quasi der Weg ab. Also da stecken wir Gott sei Dank nicht drin. Da nicht. Aber an anderer Stelle. Ja, zeigen wir. Aber sieht auch spektakulär aus. Ja. Und? Ja? Und wir haben bestimmt einige einen Schreck gekriegt. Warum? Wo sie die Kohle gesehen haben und gedacht, da saßen die drin. Nein. Nein. So, mittlerweile ist es schon Abend geworden. Es ist schon dunkel. Und was gibt es Schöneres, als im Bett zu liegen und YouTube zu gucken? Genau, wir gucken nämlich gerade YouTube auf der Leinwand. Hier zu sein. Ja, wer weiß, wie lange ich hier bin, wer weiß, was als nächstes hingeht oder. Ach, und das ist so richtig heimlich. Draußen weht der Wind, juckt uns aber hier drin nicht. Hier drin ist schön warm und sehr angenehm. Für mich ging es dann weiter in eine andere Ecke. Und wir gucken uns jetzt an, wie andere Leute reisen. Jetzt ist gerade das Bild ein bisschen dunkel. Da seht ihr uns gar nicht. Ich mache mal eben Licht an. Ui, und da wurde es hell. Aber auch nicht so günstig. Ja, Spatzel, was sagst du denn dazu? Ja, so kann man leben, aber mit der Bildeinstellung nicht. Bildeinstellung? Was ist ja, Bild? Ja, guck dir doch mal an, wie ich aussehe da drauf. Oh, soll ich das mal so machen? Ja, nein, weiß ich nicht, weg. Ja, so sehen wir halt aus, wenn wir im Bett liegen. Ich bin übrigens der Freddy. Auch wenn ich gerade nicht so zu sehen bin. Ja, wir wollen euch mal einen kleinen Einblick geben, wie bei uns der Abend abläuft. Und jetzt sehe ich gerade, hier kommt ein Flattermann reingeflogen. Wo kommt der denn her? Aber wir haben es da ganz gemütlich, hier so die Leinwand. Ich freue mich drauf, euch mehr davon zu erzählen. Und da unsere ambiente Beleuchtung. Bis bald. Und es ist richtig, richtig, richtig dolle gemütlich hier. Macht Spaß, Schatz. No? Ja, das stimmt. So, jetzt gucken wir weiter. Wahrscheinlich sehen wir uns heute nicht mehr, weil wir gehen heute auf Polarlichtjagd. Heute ist ein KP-Index von 7. Das heißt, unser zweiten noch 5. Und das heißt Polarlichter. Gucken wir gleich mal. Also, wenn es Erfolg hat, werdet ihr es vielleicht auch sehen. Mal gucken. Bis morgen. Ja, bis morgen. Bis morgen. Gute Nachtle.